Heute gibt es ein einfaches mediterranes Ofengemüse mit einer schnellen Knoblauch-Thymian-Mayonnaise. Ich finde Ofengemüse ja wirklich klasse. Einfach beliebiges Gemüse schneiden, ab in den Ofen und raus kommt ein wahres Geschmackserlebnis. Und mit der Mayo haut man noch einen drauf. Für dieses leckere Ofengemüse braucht ihr Kartoffeln, Paprika, Zucchini, Aubergine, Tomaten, Zwiebeln, frischen Thymian, getrocknetes Oregano, frischer Knoblauch, Zitrone, Ei bzw. nur das Eigelb, Olivenöl und Pfeffer und Salz. Und auf www.senfdazu.net findet ihr natürlich wieder das Rezept in Textform mit ein paar Fotos und die genauen Mengenangaben, die ich verwendet habe. Wer also etwas mehr wissen möchte, der kommt mich dort einfach mal besuchen. Und die Links zu den Rezepten findet ihr natürlich auch immer unter dem Video in der Beschreibung, hier oben im Video, wenn ihr auf das Infozeichen klickt und natürlich auch am Ende des Videos. Los geht's! Stellt den Backofen an und zwar auf volle Pulle und in der Zeit schnappt ihr euch mal eben den Knoblauch, entfernt von der Knolle die Schale und legt dann alle Zehen auf ein tiefes Backblech. Über jede Zehe gebt ihr dann etwas Salz und einen guten Schuss Olivenöl. Das Backblech kommt dann in den aufheizenden Backofen. Und dadurch, dass der Ofen ja gerade erst langsam aufheizt, wird der Knoblauch auch langsam erhitzt und kann auch gar nicht so anbrennen. Außer wir bummeln, deswegen heißt es jetzt Gemüse schneiden. Im Prinzip könnt ihr das Gemüse ganz beliebig und rustikal schneiden. Ich habe die Kartoffeln halbiert und in Scheiben geschnitten, die Paprika in grobe Stücke, die Zwiebeln halbiert und in Spalten, die Tomaten halbiert und in Stücke, die Zucchini einfach in Scheiben und die Aubergine dann nochmal halbiert und in grobe Stücke geschnitten. Das alles gebt ihr dann einfach in eine große Schüssel und wenn das ganze Gemüse drin ist, würzt ihr alles mit Oregano, Pfeffer und Salz und vielleicht auch schon mit etwas Thymian und einen guten Schuss Olivenöl. Aber nicht zu viel, weil wir ja auch schon auf das Backblech Olivenöl haben und dieses mitverwenden werden. Apropos Backblech, das könnt ihr nun rausholen und die Knoblauchzehen in eine Schüssel geben, denn der Knoblauch sollte weich genug sein und unter dem Knoblauch sollte sich eine hellbraune Kruste gebildet haben. Übrigens, das sieht nicht nur lecker aus, das riecht auch schon so. Am besten stellt ihr den Knoblauch dann auch zum Abkühlen in den Kühl- oder Eisschrank, denn wir brauchen ihn später kalt. Das Gemüse gebt ihr dann jedenfalls auf das Backblech und verteilt alles ein bisschen, vermischt alles gut, sodass das Gemüse auch mit dem Knoblauchöl vom Backblech in Berührung kommt. Und jetzt könnt ihr nochmal selbst entscheiden, ob ihr das Gemüse nochmal mit Oregano, Salz und Pfeffer würzt oder ob alles soweit passt. Denkt vielleicht daran, dass die Kartoffel immer ein bisschen mehr Salz vertragen kann, deswegen vielleicht einfach nochmal schauen, ob das gut gewürzt ist, aber das seht ihr selbst. Das Backblech kommt dann für so 30-40 Minuten in den heißen Ofen, den ihr jetzt auch wieder so auf 180 bis 200 Grad runterstellen könnt. Dann heißt es warten. Wobei, das Gemüse könnt ihr natürlich hin und wieder auch mal wenden, also ich habe das so ein, zwei Mal gemacht. Kurz vor Schluss erstellt ihr euch dann mal eben die Mayo. Dafür presst ihr die Zitrone aus, zupft und hackt den Thymian und gebt in eine Schüssel die ganzen kalten Knoblauchzehen und etwas Salz. Den Knoblauch püriert ihr dann mit einem Pürierstab klein und gebt dann, je nachdem wie ihr das gehandelt bekommt, erst einmal 2-3 Esslöffel Saft der Zitrone, den Thymian und das Eigelb hinzu und püriert alles einmal durch. Dann gebt ihr langsam und bei laufendem Pürierstab so viel Olivenöl hinzu, bis eine Mayo-artige Masse entsteht. Das ist eigentlich ganz einfach. Zum Schluss würzt ihr dann noch beliebig mit Salz, Pfeffer, Zitrone und Thymian. Die Säure der Zitrone darf übrigens so ruhig zu schmecken sein und keine Sorge, trotz der ganzen Knoblauchzehen ist der Geschmack absolut nicht dominant. Das liegt daran, dass wir den Knoblauch im Ofen erhitzt haben, aber auch ein bisschen durch die Zitrone. Fertig, sogar im wahrsten Sinne, denn eigentlich sollte jetzt auch das Ofengemüse fertig sein. Das müsst ihr jetzt nur noch aus dem Backofen holen und vielleicht auch nochmal mit Salz und Pfeffer würzen und dann ist es tatsächlich fertig. Dieses mediterrane Ofengemüse und auch die Mayo ist wirklich nicht schwer und die Kombination passt auch wirklich klasse miteinander. Also ich finde es wirklich super, aber was sagt ihr? Gefällt euch dieses Rezept und wollt ihr vielleicht auch weitere mediterrane Rezepte sehen? Schreibt es doch jetzt mal in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr euren Freunden und Bekannten mal eines meiner Videos zeigt, das euch persönlich auch gut gefallen hat. Denn eure Empfehlung wäre mir eine riesengroße Hilfe. Ich freue mich immer sehr, wenn meine Videos Lust machen, aber auch wenn ihr Lust bekommen habt, das nächste Mal wieder vorbeizuschauen. Und am besten geht das immer, wenn ihr mich abonniert. Denn dann verlieren wir uns auch gar nicht erst aus den Augen und ihr verpasst auch keine neuen Videos mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senfdazu.net.